again. We all are. Ja, das Problem mit unserem Bildungssystem, was wir hier so haben, ist in meinen Augen, dass das Ganze nicht zum Zwecke der tatsächlichen Bildung geschieht. Also, dass man diesen jungen Menschen quasi wirklich einen Wissensschatz mit auf den Weg gibt, der ihnen auch außerhalb der Schule später in ihrem tatsächlichen Leben etwas Vernünftiges, Sinnvolles bringt. Darum geht es nach meinem Empfinden nicht. Es geht eher dazu, in diese Richtung diese Kinder zu dressieren. Ja, sei zu einer gewissen Uhrzeit an einen gewissen Ort, für einen fest vorgeschriebenen Zeitraum, mit fest vorgegebenen Pausenintervallen, mit der Autoritätsperson in Form des Lehrers, der da vorne dann steht, dessen Meinung nicht unbedingt angezweifelt werden darf. Das, was der Lehrer sagt, wird schon stimmen und richtig sein und muss befolgt werden. Natürlich, ich weiß, dass heutzutage die Lehrer es nicht leicht haben und das Ganze ja, durch die Asozialität, die nun mal durch diese Welt mittlerweile durchzogen zu sein scheint, haben sie es auch nicht leicht und wahrscheinlich werden sie auch gar nicht mehr so als diese Autoritätspersonen anerkannt oder wahrgenommen. Dennoch bin ich der Meinung, dass das ursprüngliche Konstrukt des Bildungssystems darauf ausgelegt war. Wir dürfen nicht vergessen, im Zeitalter der, ja, in der Industrialisierung damals, war es halt so, dass die Leute plötzlich mehr Arbeiter denn je brauchten, die aber dazu auch in der Lage waren, Maschinen zu bedienen. Und dafür war das ursprüngliche Bildungssystem auch angedacht. Einfach Leuten im Verhältnis relativ kurzen Zeiträumen halt die Grundlagen von Deutsch, Mathematik, Lesen, Schreiben, all diesen Geschichten quasi in den Kopf zu hämmern, damit quasi stetig die nun so wichtig gewordenen Arbeitskräfte für die Maschinen immer weiter reproduziert werden können. Und heutzutage ist es einmal diese Mischung aus der Dressur und sozusagen die Spreu vom Weizen trennen. Es geht ja nicht unbedingt wirklich darum, dass sich dort Wissen tatsächlich angeeignet wird, sondern in den meisten aller Fällen ist es ja so ein Bulimie-Lernen, sage ich jetzt mal. Die Kinder wissen, bald steht eine Prüfung an, eine Arbeit an, das heißt, sie werden für ein gewisses Thema lernen, lernen, lernen. Oftmals ist es auch eher ein auswendig Lernen und werden es dann zu der Prüfung quasi wieder erbrechen. Danach ist aber das Problem, dass meistens schon das nächste Thema beginnt und dieser Kreislauf von vorne wieder losgeht. Das heißt, sie haben gerade ein Thema abgehakt, haben es vielleicht gerade so verstanden und zack, beginnt auch schon wieder das nächste Thema und das ist für mich Bulimie-Lernen. Genauso wie es ja auch fatal ist, dass die Kinder die Beziehung zu den einzelnen Fächern untereinander gar nicht begreifen. Meistens wird alles streng voneinander abgekapselt betrachtet. Jetzt habe ich Deutsch, jetzt habe ich Mathe, jetzt habe ich dies, das. Wie diese Fächer im Einzelnen untereinander aber auch zusammenhängen können, wird gar nicht vernünftig dargelegt. Und das größte Problem ist natürlich auch, dass dieser trockene Stoff, dass das für die Kinder, glaube ich, sehr schwer nachvollziehbar ist, wofür sie diese Dinge doch tatsächlich einmal gebrauchen werden können. Und ich glaube, das ist mit das Wichtigste überhaupt. Du musst begreifen können, was bringt mir das? Was kann ich damit später irgendwie anfangen? Und eigentlich müsste es auch so sein, wenn der Lehrer selber gar nicht richtig erklären kann, was das Ganze denn für eine Relevanz hat, sollte es wirklich auch den Kindern nicht beigebracht werden. Ja. Da werden in 10 Jahren werden die Köpfe so vollgehauen mit trockenem Input. Also ich wundere mich nicht, warum dann außerhalb der Schule es immer wieder heißt, ich lerne doch nicht und Buch lesen und das und das. Sie kriegen in der Schule quasi verlernt oder ausgetrieben, warum es auch Spaß machen kann, ja, Neues zu lernen, was ihnen das bringen kann. Und das ist fatal. So dürfte es einfach nicht sein, weil die Kinder sind ja alle am Anfang sehr motiviert und sind gewillt, sie freuen sich. Sie kommen jetzt vom Kindergarten, jetzt gehen sie in die Schule, sie werden jetzt größer und sie sind ja motiviert. Und ich glaube, dass man sagen könnte, in der Grundschule ist das Ganze soweit auch noch irgendwie okay und richtig und nachvollziehbar. Aber ab den weiterführenden Schulen, ich weiß es nicht. Also ich würde mir wünschen, wenn einfach Sachen mit mehr Substanz den Kindern vermittelt werden würde. Und vor allem, wenn ihnen auch klipp und klar gesagt werden würde, ey, pass auf, das und das und das, das wirst du später wirklich mal gebrauchen können. Ja? Und all diese Sachen, die einfach nur da sind, um irgendwie zu gucken, na, wer von den Kids in der Schulklasse ist denn für das System, in dem wir leben, geeignet? Wer macht brav und artig mit? Wer lernt brav auswendig? Wer kann es zur richtigen Zeit wieder abrufen und wiedergeben? Und das ist wirklich eher so die Spreu vom Weizen trennen. Ja? Nur irgendwie zu sagen, die Kinder, die dieses System der Schule nicht mit Erfolg irgendwie absolvieren, das sind die Dummen. Und all die, die da mit Einsen rausspazieren und da weiß Gott, was alles für ihre Abschlüsse tun und so, das sind die Klugen. Das ist ein Irrtum in sich. Ich glaube, das sollte uns auch allen, die doch ein bisschen klar denkend im Kopf sind, durchaus bewusst sein, dass das alles
nichts mit tatsächlicher Intelligenz zu tun hat. Oder man könnte es noch netter formulieren, es gibt einfach viele verschiedene Arten von Intelligenz. Ja, und das ist nur mal diese schulische Intelligenz, die dich durchaus innerhalb dieses Systems, in dem wir halt gefangen sind, durchaus weiterbringen kann. Aber ja, darüber hinaus auch nicht. Ja, und ich bin der Meinung, da müsste was dran verändert werden. Thank you.